Der alljährliche Heurige der SPÖ in Himberg bot Einwohnern und Mitgliedern erneut die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die gute Musik und die köstlichen Spezialitäten trugen natürlich zusätzlich zur gelungenen Stimmung bei. Das freut mich sehr, dass Sie da sind. Der traditionelle Parteiheurige der SPÖ im Volkshaus in Himberg ist kürzlich über die Bühne gegangen. Oder sollte man besser sagen über die Anrichter? Regionale Köstlichkeiten gehören hier nämlich zum Programm. Wir haben Wein, wir haben Sturm, wir haben diverse heurigen Schmankerl wie Plunzen, Leberwurst, Heurigenplatte, Presswurst, was halt so alles zu einem echten, bodenständigen Heurigen dazugehört. Die SPÖ Himberg veranstaltet diesen Heurigen seit Jahrzehnten, um am Puls der Zeit zu bleiben und mit den Menschen in Himberg und der Umgebung ins Gespräch zu kommen. Vom im Büro sitzen oder vom daheim sitzen ist es schwierig, einfach gewisse Themen mitzubekommen. Und darum sind genau solche Veranstaltungen ganz, ganz wichtig. Und deswegen machen wir auch als Partei einige Veranstaltungen, ja, wo wir genau solche Möglichkeiten haben, um in Kontakt zu kommen, aber natürlich auch, um ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Geht auch darum, dass wir hier günstig Zugang zu einem schönen Nachmittag einfach gewähren können, weil es heutzutage mit der Teuerung gar nicht mehr so ist, dass sich jede Familie das Leben, auch die Freizeitgestaltung gut leisten kann. Und wir kämpfen zum einen natürlich politisch dafür, dass wir die Teuerung endlich in den Griff bekommen, aber andererseits versuchen wir auch mit gutem Beispiel voranzugehen und bieten hier einen schönen Nachmittag, wo man auch Zugang zu schönen Mehlspeisen zu leistbaren Preisen hat. Viele Köstlichkeiten hier sind natürlich selbst gemacht. Das fleischige Programm ist wie immer die Brettlihause, das Speckbrot und das Verhackerte mit Schnaps natürlich. Das habe ich vergessen. Der Schnaps ist wichtig zum Verdauen. Und so haben Herr und Frau Himberger bürgernahe Politik, Alleinunterhalter Ricci und zum Beispiel ein Achterl um 1,80 oder eine Plunzen mit Senf und Creme um 15 genießen dürfen. Kein Wunder also, dass diese Veranstaltung über so viele Jahre dermaßen beliebt ist. Beliebt deswegen, die SPÖ ist ja das ganze Jahr präsent bei den Leuten. Wir kümmern uns um die Leute, wir kümmern uns um die Anliegen. Wir haben ja mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, mit den Menschen in unserer Gemeinde, mit den Kindern ein sehr nahes Verhältnis, ein sehr gutes Einvernehmen. Zusammenhalt wird hier in Himberg besonders groß geschrieben. Man trifft Leute, die man schon länger nicht gesehen hat. Und für Gemeinden ist es ein Meet and Greet mit den Bürgermeistern und Gemeinderäten. Generell bedeutet das bei Heurigen das, dass man halt die Bürgernähe wahrt quasi und da die Probleme und etwaige Vorschläge von denen uns präsentiert werden und wir den dann so gut es geht umsetzen können. Solche Veranstaltungen sind deswegen wichtig, dass die Leute zusammenkommen, sich austauschen, Freude miteinander haben, die Freizeit miteinander zu verbringen und wirklich glücklich sein damit. Der traditionelle Parteiheurige der SPÖ im Volkshaus in Himberg war ein gemütlicher, informativer, aber auch ausgelassener Nachmittag mit viel Platz für Gespräche zwischen den regionalen Politikern und der Bevölkerung.